bin hier hingekommen, weil ich das Gefühl hatte, hier sind Menschen am Werk, die eine wirkliche Veränderung in Bildung und Gesellschaft wollen. Und ich habe mir ein bisschen dabei zugeschaut, dass es jetzt nicht ein bequemes Ausschleichen meines Berufslebens ist, das, was ich will, sondern offenbar eine neue Herausforderung. Also Gemeinsinn ist sicherlich das Gegenbild zum herrschenden Egoismus, zum nur Schauen auf sich selbst, was ja heute ziemlich merkwürdige Züge angenommen hat, auch in der Selbstökonomisierung, wo man sich dann fragen muss, was ist eigentlich noch das Selbst, das da egoistisch ist? Wie autonom ist das überhaupt noch? Und Gemeinsinn ist das Gegenteil, also dass man das große Ganze in den Blick nimmt, dass man versucht, mit Mensch, aber auch mit Kreatur mitzudenken in seinem eigenen Handeln und in der Art und Weise, wie wir Wirtschaft und Gesellschaft organisieren. Das, was den Bachelor Ökonomie hier an der Cusanes Hochschule auszeichnet, und ich glaube, das ist ein einzigartiges Programm in Deutschland, ist ein gegenstandsbezogener Blick auf Wirtschaft. Wirtschaft verstanden als nicht irgendwas Monetäres, sondern Wirtschaft als die soziale Organisation der Befriedigung unserer Bedürfnisse. Und diese Befriedigung unserer Bedürfnisse ist etwas, was uns unweigerlich sozusagen mit Natur in Verbindung bringt, also die ganze ökologische Dimension. So eine Wirtschaft ist eine praktische Wirtschaftswissenschaft, ist eine Wirtschaftswissenschaft, die gestalten will, diese soziale Organisation, ist eine moralische Wissenschaft, weil wir uns darum kümmern müssen, nach welchen Maßstäben wollen wir eigentlich Wirtschaft gestalten. Da ist Gemeinsinn ein wichtiger Begriff für uns. Und es bedeutet kritische Wissenschaft insofern, als dass wir in diesem Programm versuchen, tatsächlich die herrschende Denkvariante, die herrschende Art und Weise auf Wissenschaft zu blicken, viel weiter zu denken. Also wir versuchen, das muss interdisziplinär sein, wir müssen schauen, dass wir von anderen Fachdisziplinen, die in einer Art künstlichen Trennung inzwischen sind von der Wirtschaftswissenschaft, dass wir da weg von kommen, dass wir eben auch wieder Soziologie mit unseren Studierenden betrachten, auch politische Wissenschaft, dass wir diese kritische Wissenschaft bedeutet eben auch, Wirtschaftswissenschaft bedeutet, dass wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen, mit anderen Arten und Weisen, früheren Arten und Weisen, über Wirtschaft nachzudenken. Das bedeutet, dass wir auf diese Art und Weise einen weiteren Blick bekommen und auch bessere Gestaltungsmöglichkeiten bekommen und schließlich, dass wir uns eben auch das, was heute in sozialen Bewegungen wie der Postwachstumsbewegung, wie der Commons-Bewegung, wie der feministischen Bewegung gedachte, über Wirtschaft gedachte, versuchen anzueignen und das mit in einer transformatorischen Impuls in diesen Studiengang integrieren. Die Herausforderungen, die wir haben in der Welt heute, sind einmal die offensichtlichen, die ökologische Frage, der Klimawandel. Aber ich glaube, dahinter liegt eine viel fundamentalere Herausforderung, nämlich die Herausforderung, wie gehen wir mit Mitmensch, mit Welt um, wie gestalten wir das Verhältnis zwischen Nord und Süd, was sind globale Gerechtigkeitsfragen, was sind Gerechtigkeitsfragen innerhalb eines Landes, wie wollen wir Arbeit gestalten, das sind Grundfragen, in denen der Mensch und sein Verhältnis zu Welt immer wieder neu gedacht werden muss. Und darum geht es in Wirtschaft. Die Cusanes Hochschule ist ein Stachel im Fleisch des etablierten Hochschulsystems. Und das ist wichtig. Es kann sein, dass wir in 10 Jahren Schwierigkeiten haben, Studierende zu kriegen, weil alle anderen so sind wie wir. Dann wären wir erfolgreich gewesen.